Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schwarz. War ja vor einer Woche passiert und jetzt habe ich halt den Emulator gewechselt. Ich habe ja gesagt, ich mache einen neuen Spielstand oder beziehungsweise geschrieben. Das ist nicht so ganz wahr. Moment, muss man kurz. Okay. Die Pokémon sind wie früher. Ich habe einfach. Mir ist es doch gelungen, es den Spielstand in diesen Emulator reinzukopieren. Also unsere Pokémon sind immer noch ganz wie. Ganz nach altem. Ja. Und ganz noch alt mehr gibt es einen Sinn, nein. Nun gut, der Nachteil im Emulator ist allerdings, dass der Sound manchmal spackt. Also manchmal so richtig, dass der Sound... Moment, muss man schauen, ob mein Mikrofon... Ja, passt eigentlich. Okay. Also manchmal spackt der Sound. So wie hier jetzt zum Beispiel, wenn ich renne oder gehe. Ich kann mal rennen. Wo ist Rennen bei mir? Seht ihr das? Hört ihr das? Ja, egal. Okay. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Wieso Glurak-Brücke? Das höre ich zum ersten Mal. Glurak-Brücke. Vielleicht muss man es so aussprechen. Glurak-Brücke. Brücken sind schon eine tolle Sache. Überleg doch mal. Durch eine Brücke lassen sich zwei sonst voneinander getrennte Orte miteinander verbinden. So gesehen haben sie schon fast einen symbolischen Charakter. Dasselbe hast du bestimmt schon einmal auf einem Typen auf Route 5 gehört, was? Jupp, aber jetzt muss ich schnell schauen, wo B ist. Ich gehe schon mal auf Pause und sehen uns gleich. Okay, ich habe B, es ist die Backspace-Taste bei mir eingestellt. Das ist schon meine dritte Aufnahme. Die erste Aufnahme von mir habe ich versehentlich die falsche Taste so gedrückt, weil ich Start nicht gefunden habe. Habe ich hier irgendwas gedrückt und dann hat mein Emulator gespackt. Scheiße, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Na egal, ihr könnt es ja lesen. Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass die Halunken von Team Plasma in Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn es jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid doch schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja. Wenn ihr die Kerl von Team Plasma findet, trete ich natürlich auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Einverstanden. Ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Und wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich auch dabei noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Kevin, ich gehe schon mal vor. Ja, mach das. Und lass mich hier in Ruhe die Stadt erkunden. Ich bin es total gewohnt, dass B jetzt die Backspace-Taste ist. Das ist jetzt diese Taste, mit der man beim WordPad oder beim Word immer einen Buchstaben entfernt. Okay. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls ein deiner Pokémon in einem Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nämlich nach einem Kampf nämlich wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben aber natürlich weg. Nachdem man sie eingesetzt hat. Ja, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe mal in der Rubin, glaube ich, war das. Da hatte ich mal in meinem Pokémon trainiert. Und dann kommt das so ein Hariyama. Setzt Abschlag und Wirbelwind ein und mein Item war weg. Sei mir gegrüßt, werter Trainer. Ich arbeite in einem Tiefkühlcontainer. Wie? Der Tiefkühlcontainer ist ganz im Süden der Stadt. Okay, danke für die Info. Hast du was zu sagen? Na, lass dich ansprechen. Ein Mitglied von Team Plasma hat mich zu einem Kampf gezwungen. Das Resultat, er hat gewonnen und mir all meine Pokémon weggenommen. Dieses Team Plasma wird wohl lernt wohl nie. Hey du, hast du das Pokémon dabei, das du von Professorin Esche bekommen hast? Woher weißt du, dass ich ein Pokémon von Professorin Esche habe? Du, stalkst du mir aus? Scheiße, ich mache mal kurz Pause. So, bin ich wieder. Mein Mikrofon ist gerade runtergefallen. Und ich habe einen Pulli an, der war total kratzig. Aber was? Er bringt unserem Pokémon eine Attacke bei, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber aber zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Möchtest du, dass ich ihm die Kombi-Attacke beibringe? Ja. Gut, er bringt uns die Attacke Pflanzsäulen bei. Das ist eine Attacke, die mit Wassersäule extrem stark wird.
Ein Angriff mit Wasser, Pflanzsäulen kombiniert mit Wassersäulen steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Sumpf. Habe ich noch nie getestet mit Wassersäulen. Hört sich aber interessant an. Ich vergesse mal Megasauger, weil beide Attacken spezial sind. Der Nachteil an Pflanzsäulen ist, absorbiert keine KP wie Megasauger, aber das macht nichts. Nein, du musst es nicht mehr machen, dankeschön. Das reicht erstmal. Alt, warte, die Blasinen haben wir nicht angesprochen. Die quatschen eh immer viel. So. Na komm her. Wassersäulen, Feuersäulen und Pflanzsäulen. Kombiniert man diese drei Attacken im Kampf, stellt sich ein ganz spezieller Effekt ein. Habe ich noch nie getestet. Wie gesagt, ich muss es mal in meiner Weißen testen. Irgendwie kommt mir vor, wenn ich nicht in einem Gebäude bin, dann spackt die Musik. Und wenn ich in einem Gebäude bin, läuft alles ganz flüssig. Seht ihr, kann ich zum Beispiel ganz flüssig rennen, ohne dass der Sound verändert wird. Na, was sagst du zu sagen? Wenn du willst, verrate ich dir immer das, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls einem deiner Pokémon in einem Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weg... Achso, das hat man schon. Ja, okay. Blicke ich erst nach 5 Sekunden vorlesen, aber... So, was ist hier? Noch ein Haus. Na, lass dich ansprechen. Es gibt Pokémon, die sich durch den Tausch mit jemand anderes weiterentwickeln. Ist doch der Wahnsinn, oder? Warum entwickeln sie sich dabei weiter? Boah, wer macht Pokémon? Konami, oder? Ne, Konami macht ja Yu-Gi-Oh!, glaube ich, ne? Game Freak macht Pokémon, genau. Im Fernsehen kommen manchmal recht informative Sendungen über Pokémon-Attacken und Fähigkeiten. Da will ich aber jetzt noch nachschauen. Wir haben Besseres zu tun, als Fernsehen zu schauen. Und Fleiß kein Preis, heißt es ja bekanntlich. Nanu, du hast deinen Pokédex nicht! Ja. Wie viele Pokémon hast du laut deiner Statistik denn mal bereits entdeckt? Sind es 50 oder mehr, könnte ich mich dazu durchringen, dir etwas zu schenken. Wie viele haben wir denn? Ich schau schnell kurz. Ah, fuck, das war jetzt, das war jetzt Pokémon. Hier, der Pokédex. Wir haben 49. Wir bräuchten noch ein Pokémon zum Sehen. Aber das finden wir bestimmt im Tiefkühlcontainer, also... Hier müssen wir später wieder vorbeischauen. Müssen wir uns merken, aber ich werde da nicht daran denken. Und wenn ich den Partner wieder sehen werde, werde ich mich darum ärgern. Warum habe ich das Item nicht eingesammelt? Waren wir hier schon? Ja, wir waren hier schon, oder? Ich schau nochmal nach. Ich bin mir immer so unsicher. Ja, den haben wir schon. Das ist der mit dem Tausch. Und das ist die mit dem Fernsehen. Okay. Leichte Amnesie. Und hier ist das Pokémon Center. Na, ja, was hast du zu sagen, Glatzkopf? Warum ich hier herumlungere? Weil ich Lust drauf habe, deshalb... Ach ja, wenn du eins meiner Pokémon-Surfer beherrschen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Surfer bräuchten wir mal, ja. Gut, ins Pokémon Center gehen wir später erst rein. So, was hast du zu sagen? Ob sie im Kampf nun Blitz einsetzen oder Sturmböen. Alle Pokémon haben ihren eigenen Willen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gerade einfällt. Ein höchst informativer Satz. So, was habt ihr zwei zu sagen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du extra gekommen bist. Du bist ein Trainer, oder? Nein, ich bin kein Trainer. Ich sehe zwar so aus, aber ich bin keiner. Was? Ich habe gerade nicht gelesen. Was soll ich machen? Ach egal, ich gehe einfach mal auf Ja. Was? Eine Attacke? Eine Rückkehr? Haben wir die TM-Rückkehr eigentlich? Schau schnell. Ach ja, ich kann mal sortieren. Ich weiß jetzt, was Start ist. Nein, weiß ich nicht. Lol. Quatsch, ich weiß jetzt, was Select ist, aber anscheinend doch nicht. Moment, wie sortiere ich den denn jetzt? Mit Select geht es, ne? Aber dann... Ah, so geht's, okay. So, dann sortieren wir das hier auch noch. Ja, müssen wir nicht sortieren, die sind schon sortiert. Okay. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, wir haben die Attacke-Rückkehr. Bringen wir sehr schnell ein Pokémon bei. Bringen wir Gary bei. Ist vielleicht unser Team, aber TM können wir ja unendlich mal verwenden. Daher ist es egal. So, wir haben ein Pokémon, das Rückkehr kann.
Hast du ihm das extra beigebracht? Ach, das ist toll. Hier ein kleines Dankeschön von mir. Nimm es ruhig, du hast es dir verdient. Eine Herzschuppe. Können wir bei einem Attackenlerner beibringen. Abgeben, dann bringt er uns eine Attacke bei. So, was hast du zu sagen? Es gibt doch sehr, sehr viele Pokémon nicht. Ja, gibt 650. Ne, 649. Und je nach Art können sie sich unterschiedliche Attacken lernen oder eben nicht. 649, ich weiß noch, wo es 150 waren. Das war vor 10 Jahren. Ne, sogar vor... Vor 13 Jahren, glaube ich, oder sowas. So, hier waren wir noch nicht in dem Bezirk. Hier ist ein großes Gebäude, das schauen wir uns später an. Erstmal schauen, sprechen wir diese Typen hier an. Sag mal, hast du während deiner Laufbahn als Trainer eigentlich schon einmal gegen die Top 4 der Pokémon-Liga gekämpft? Dass man erst gegen sie antreten kann, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist, weißt du ja offensichtlich, oder? Ja, schau mal meine Orden an, ich habe gerade mal 4, also kannst du dir denken, ob ich in Nassinheit in der Top 4 war. Auf der anderen Seite des Meeres leben noch jede Menge andere Menschen und Pokémon, nicht wahr? Yep, in Kanto, in Johto, in Höhen, in Sinnoh. Und dann gibt es andere. Im Pokémon Ranger gibt es eine spezielle. Wie die heißt, kann ich gar nicht sagen. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beibringen. Beeindruckend. Ich habe daher eine neue Form des Pokémon-Kampfes gelernt. Es handelt sich um den Reihenumkampf. Wir wissen, worum es dabei geht. Ja. Beim Reihenumkampf treten auf jeder Seite 3 Pokémon an. Vorn steht eins, die anderen beiden stehen hinter ihm. Und jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln. Das ist sehr cool daran. Also, soweit die Zusammenfassung zum Reihenkampf. Ich bin der vierte Mann, ja. Ja, okay, er will jetzt gegen uns testen. Der wiederholt sich. Ich gebe immer Vollgas, ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und ihr merkt, das Spielfeld hat sich aufgeteilt in ein paar Pfeile. Es ist eine Neuerung in der fünften Generation. Und zum ersten Mal setzen wir 3 Pokémon ein. Das ist auch eine Neuerung. Und ihr seht, die Pokémon sind nicht mehr so verpixelt. Das ist gut. So, hier unten ist jetzt eine Option, da kann man jetzt immer so durchwechseln. Ich mach's mal, um euch zu demonstrieren. Hier kann man zum Beispiel auswählen, ob Soda mal kämpfen will. Und wenn man auf den anderen Nix-Beutel. Ja, könnt ihr es nicht sehen, aber ich erklär's euch. Und wenn ich auf den anderen klicke, wird es Evo-Serp eingewählt. Der Gegner kann es auch machen. Und dann wird es so geswitcht. Okay, er wechselt zu Zebritz. Wir wechseln zu Evo-Serp. Dann kann man vergleichen wie ein Kampf bloß, also wie so ein ganz normaler Kampf, bis auf das, dass die Pokémon immer ausgetauscht werden kann, ohne dafür eine Runde verschwenden zu müssen. So könnt ihr euch das vorstellen. Der Test mal Pflanzsäulen. Die Attacke habe ich noch nie eingesetzt. Oder noch nie gesehen. Ah, so sieht die also aus. Sieht aus wie ein Wirbelsturm. Bodycheck. Okay, er wird sein Pokémon wieder austauschen. Hoffentlich setzt er seinen Druck Hainan an, aber ich wechsle mal zu Serpifeu. Quatsch, nichts zu Serpifeu. Serpifeu haben wir gar nicht mehr. Sodamak meine ich, mit Siedewasser. Hoffentlich kommt jetzt Rockheimann. Okay, ja, er wechselt auch zu Rockheimann, das ist gut. Die Attacke ist doppelt so sehr effektiv. Und sogar ein Volltreffer. Und tschüss. Boah, der Sound hört sich ja schlimm an, aber immerhin ist es in HD. Das Video. Okay, er wechselt zu seinem Fisch namens Barschuft, dieser Schuft. Ich glaube, er wechselt zu Zebritz. Ja, macht er. Ah, gut, dass die Attacke daneben geht. Die Attacke wäre vierfach doppelt so effektiv wie wir. Ich übertreibe mal wieder. So, Schaufler. Und zack. Und tschüss. Oh, jede Menge EP. Und jetzt hat er nur noch seinen Barschuft. Ich
wechsle wieder. Ah nein, nicht so, sondern zu. Nein, nicht zu Son Goku, sondern zu Efu. Sehr groß ist es jetzt. Hier, genau, Pflanzsäulen. Efuserp spielt zwar auf normalen Angriff, aber den kann man ruhig eine Spezialattacke beibringen, weil so extrem sind sie auch nicht, der Unterschied zwischen Spezialangriff und normaler Angriff bei Efuserp nicht. Ist okay, den hätten wir. Wir Bärme, da wollte ich dir doch etwas beibringen und habe selbst eine Lektion erteilt bekommen. Ich muss schon sagen, du könntest eine große Zukunft voll haben. Wer seinen Pokémon nicht genau kennt, hat keine Chance beim Reiten und Kampf. Wenn du weitere Rang- und Kämpfe bestreiten willst, geh nach Twin Drake City. Werden wir machen. Auf der anderen Seite des Meeres. Ja, kennen wir schon. Kennen wir schon, glaub mir nur. In diesem Gebäude waren wir noch nicht. Marktplatz von Maria City. Quatsch. Nochmal von vorn. Marktplatz von Maria City. So ist es richtig. Ich muss mal die Stimme mir anpassen. Lass mich rein! Ah, jetzt kann man rein! Jetzt schnell! Ha, gut. Es gibt da diese kleinen, ruhigen Städtchen, die sich im Laufe der Jahreszeit noch richtig anpassen. Sie exportieren viele ihrer Erzeugnisse. Das tut mir jetzt aber leid. Da war es ein Typ namens Charles, der alles leer gekauft hat. Das war doch der, wo da draußen war, dieser Reinigungskampf-Typ. Die Produkte, die in Maria City zum Verkauf angeboten werden, stammen aus irgendwelchen anderen Städten. Schon faszinierend, wie die Welt heutzutage verbunden ist. Hereinspaziert, unsere Waren sind. Wir sind ganz frisch. Und direkt vom Erzeuger. Eine Flasche Kumu-Milch kostet nur 500. Na, wie wär's? Das ist keine Stärkung für die Reise. 500. Ein Dutzend. Ein volles Dutzend, also 12 Flaschen Kumu-Milch. Hier bitte. Was wird's? Teuer, aber egal. Man muss investieren. Hier ein FBI-Typ. Hallo, toll, was du. Toll, dass du hier bist. Möchtest du was Schönes haben? Ja, klar, Drogen oder was? Wenn ja, dann zeig mir noch mal einen Pokémon mit Level 30 oder höher. Boah, wie heftig, du. Boah, du bist mir ja vielleicht eine Marke. Hier, das ist für dich. Expertengurz. Der versteckt, glaube ich, Kampfattacken, oder? Das erklärt uns bestimmt jetzt. Hallo, toll, dass du hier bist. Der Expertengurz ist ziemlich nützlich. Ist man mit einem solchen ausgerüstet, steigert der Schaden, den sehr effektive Attacken verursachen, ein wenig. Okay, danke, CSI Miami-Typ. Es ist schon famos. Ganz her, über alle möglichen Gemüsesorten im Warenangebot zu haben. Oh mein Gott. Es gibt eine wundersame Medizin, die Pokémon wieder munter macht. Willkommen, kann ich dir helfen? Ja. Oh, der verkauft uns diese Item, die Pokémon. Was rede ich für eine Scheiße? Pokémon nicht mögen. Okay, diese Items sind zwar preisgünstig. Hier zum Beispiel, das kann man mit einem Poppy-Lever vergleichen. Allerdings mögen die Pokémon es nicht und sie mögen den Trainer nicht mehr. Deswegen will ich hier keine kaufen. Diese Medizin stammt aus dem Ausland und wirkt sagenhaft gut. Sind es Drogen, ja. Sie schmeckt leider etwas bitter, sodass die Pokémon sich sträuben, wenn sie sie einnehmen sollen. Ja, das sind Drogen. Pokémon-Drogen. Sowas wie Medizin, würde ich sagen. Ach, da ist ein Item. Hol ich's mir schnell. Rennen! Wie komme ich da jetzt hin? Hier geht's raus. Hier wird doch irgendein Weg dorthin gehen. Hier vielleicht? Nee. Hier geht's nicht lang. Wo geht's hier lang? Wo muss ich mich da. Nee, hier geht's auch nicht lang. Hallo, ich will dieses Item. Lass mich durch. Da müssen wir, glaube ich, warten, bis da irgendwas kommt oder ich weiß auch nicht. Gut, das hätten wir. Gehen wir mal zum Tiefkühlcontainer. Ah, hier ist noch ein Arbeiter. In der Nähe des der Tiefkühlcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren. Danke für die Info. Also warte, wir waren noch in dem Pokémon Center.
Ja, der Kevin zögert alles hinaus, ich weiß. Moment. Scheiße. Jetzt habe ich die Karte angewählt, das wollte ich gar nicht. Also ich muss mir erst an die neue Steuerung gewöhnen. Das ist alles noch ein bisschen fremd für mich auf dem neuen Emulator. Ich tue jetzt mal Fahrrad auf Select markieren, damit man dauernd ja, ich mach's gerne mit allen Basis-Items, die wir haben, obwohl die meistens nichts bringen, aber was soll's. So. Nein, das ist Start. Nein, jetzt habe ich die Karte angewählt, das wollte ich nicht. Also Entschuldigung, mache ich dafür ein Part länger. Also diesen Part wird mal länger. So, Fahrrad. Okay, Musik ist auch lahm. Aber wir sind Pokémon Center. Jetzt haben wir uns 10, 20 Schritte zu Fuß erspart. Okay, was verkaufen die jetzt? Hallo, willkommen, kann ich dir helfen? Yep. Hypertrank kann man schon kaufen. Oh, nice. Beleber, Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Feuerheiler, Eisheiler, Wurzelschutz und Superschutz. Okay. Und was verkauft der andere? Keine scheiß Briefe. Töte dich, wenn du Briefe verkaufst. Er verkauft Briefe. Er wird von mir getötet. Bam, bam, bam. Hallo Trainer, ja. Hi meine Pokémon. Ich kann hier leider nicht speeden. Ich würde jetzt so gern speeden. Ich weiß nicht, wo die Speed-Taste auf dem Emulator ist. Vielleicht gibt es auch gar keine. Das ist der Nachteil an dem Emulator. Hast du schon mit dem verliebten Mann gesprochen? Ja. Der ist sowas wie eine Berühmtheit hier in Maria City. Okay, Berühmtheit, okay. So, was hast du zu sagen? Verwendest du eigentlich diese Art von Pokébällen? Ein Wiederball. Naja. Mit einem Wiederball ist es nämlich ein leichtes Pokémon zu fangen, die du schon einmal gefangen hast. Verwende ich nicht so oft. Ich verwende höchstens, damit ich ihn loswerde. So, jetzt haben wir die Stadt erkundet. Hat eine halbe Stunde ungefähr gedauert. Okay, 22,22 Minuten. Jetzt wird Zeit für ein paar Kämpfe. Auf zum Tiefkühlcontainer. Wir sind da. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch eine Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Hier meinst du wohl, oder? Okay, wo geht's hier lang? Arbeiter teilen sich das Gewicht ihrer schweren Ladungen mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager, aber auch mir stehen meine Pokémon helfend zur Seite. Okay, das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. Olaf! 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 Und Olaf! Olaf! Okay, Stärke. Rund um Schild stützt nur bei Doppelkämpfen vor einer Attacke. Was? Achso, das war Schubschild. Ich dachte, das wäre rund um Schild. Naja gut, fast alle unsere Pokémon haben Level 30, außer Zebritz und Affe, die haben Level 29 beide. Deswegen kommt jetzt Affe zum Einsatz. Giftspeis. Gut, dass Affe nicht vergiftet wurde, das wäre etwas bitter. Schaufler. Ne, ich will seine Giftschwäche nutzen mit einer Bodenattacke. Aber er hat Käfer, noch zusätzlich, das gleicht es wieder aus. Eisenabwehr schützt seine Verteidigung stark. Ja, Siedewasser, Spezialattacke und Step. Ne, Spezialattacke ist es nicht. Da habe ich eine falsche Info gegeben. Spezialattacken sind die Attacken, die nur ein Pokémon jeweils erlernen kann oder seine Entwicklung. Laukaps. Wird zu Hydra gehen, ne? Nun gut, ist auch ein Käfer. Ich glaube, Siedewasser müsste schon. Okay, Ausdauer. Er überlebt diese Runde noch, aber was soll's. Dann wird er halt in der nächsten Platz. Diese Runde hat er noch, sogar noch überlebt. Ohne Ausdauer. Aber jetzt halt tschüss. Laukaps. Gut, wo geht's hier lang?
kriegt man doch irgendeinen. Ja, von dem kriegt man einen Beulenhelm. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Beulenhelm. Ein Beulenhelm ist ein echt interessantes Item. Wird eins mit einem Pokémon ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke angegriffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Ja, wollte ich zwar gerade erklären, aber gut, dass du es erklärst. Hier ist noch ein Trainer? Oder bist du ein Trainer? Bestimmt ist es ein Trainer. Jede Wette. Ja. Mein Vater arbeitet in einer Arena. Ich mache hier gerade ein Spezialtraining. Was trainierst du denn? Zwei Pokémon trainiert, ein WhatsApp. Ah ja, das kennen wir aus der Kampfmetro, glaube ich, ne? Ist vom Typ her Käfer und Elektro. Und jetzt weiß ich, dass es nicht die Fähigkeit Statik hat, weil es die Fähigkeit Spannung hat. Ansonsten hätte ich es gewechselt, weil Statik paralysiert unsere Pokémon. So, tschüss. Son Goku erreicht Level 31. Und Nidhogg, Gesteinkäfer. Da wechsle ich zu Affe. Ich will seine Gesteinsattacke zu meinem Vorteil nutzen. Nämlich mit einer Wasserattacke werde ich sie angreifen. Nidhogg. Okay, Siedewasser. Hals! Hals! Oh, ich bin tot. Was? Achso, Robustheit, na gut. Aber jetzt ist er tot. Oh, heiß! Heiß, ganz heiß, 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 heiß! Ich brenne ja schon! Oh, oh, ich bin tot! Naja, egal! Tschüss! Es tut mir leid, Vater, ich habe verloren. Oh, meine Fresse. Okay. Hier ist noch einer, bist du ein Trainer? Bestimmt ist es ein Trainer, ne? Nein, kein Trainer. Um kleine Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Hört sich irgendwie voll komisch an, wenn die Musik verlangsamt wird. Ah, hier ist rasselndes Gras. Muss ich mir schnell ergattern. Komm schon. Zeige dich. Tibun. Oder Ordoch. Dieses Pokémon gibt sehr viele KP. Schlagen wir es einfach mal zu Grund und Boden und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Und tschüss. Es gibt 1000 Erfahrungspunkte. Boah. Okay, hier ist noch einer. Äther. Ja, okay, ich mag Äther. Viele andere Spieler mögen gar keinen Äther, aber ich mag Äther. Ne, wenn die AP ausgehen, einfach Äther verwenden und das Pokémon hat wieder AP. So, Stärke auf dieses Partybike. Weckruf. Eine Kampfattacke. Naja, wir können es jetzt fangen, aber wir haben es ja schon. Also, wieder Ballkörper einsetzen. Und tschüss. Okay. Was ist das? Galantini. Das sieht ja süß aus. Ja, ich weiß, ich kenne das schon, ich habe es ja schon gespielt. Okay, fangen wir es einfach mal. Stärke. Wenn es die Stärke hin. Wegsteckt, schmeiß ihn bald. Ah, hätte ich mir denken können. Egal. Oh, hier ist dunkles Gras. Gleich bekommst du die Kälte der Tiefkühlcontainer erst richtig zu spüren. Er hat wahrscheinlich auch ein Galantini. Ja, finde ich den Namen cool. Galantini. Muss ich gleich nochmal sagen. Galantini. Vegimax. Wir brauchen endlich unser Feuer-Pokémon. Kann aber noch ein wenig dauern. So, Stärke.
Ich glaube, ich sollte mal die Position von unserem Goku verändern. Es hat schon genug EP. Hatte schon Level 31. So, ich muss mal Zebris trainieren, weil die nächste Attacke, die nächste Arena ist eine Bodenarena. Da können wir unser Zebris dann so richtig trainieren. Aber im Tiefkühlcontainer können wir Zebris richtig gut trainieren, aus Grund wegen dieser Attacke. Eine Feuerattacke. Zermürben. Nun gut, Schockwelle und weg mit diesem Praktibike. Und tschüss. Ach, kurz vorm Level ab. Gut, was ist hier in dem dunklen Gras? Oh, Terry Bike und Prakti Bike. Nee, ja doch, Terry Bark und Prakti Bike. Hab schon richtig ausgesprochen. Petro senkt den Angriff. Boah, mich stört echt, dass das so langsam ist. So, Doppelkick auf Terry Bark und Siedewasser auf Prakti Bike. Und tschüss. Und Siedewasser, verbrenne ihn. Zermürben. Ich glaube, den Part werde ich auch so langsam beenden. Ich will nicht zu lang machen, weil sonst die Datei riesig sein könnte, wenn ich ihn rendere und es auch dauern wird. Das heißt, ich beende ihn vor dem Tiefkühlcontainer. Dann machen wir im nächsten Part den Tiefkühlcontainer und die Arena. Aber zuerst will ich mir dieses Item noch holen. Das hier im dunklen Gras liegt. Genau, ich sage es immer dunkles Gras. Hört sich cool an. Protein. Ja, ein bisschen Vitamine für unser Pokémon. Okay, hier oben ist noch ein Item. Holen wir uns das auch noch schnell. Ah, das hat mir noch gefehlt, dass jetzt noch ein Pokémon auftaucht. Gelatini! Und wie es wohl ein Anime ist, dann so Gelatini! Okay, okay, was haben wir denn? Evo Serp. Eissturm, eine Eisattacke. Sehr effektiv. Ja, kennen wir ja aus dem Real Life, wenn... wenn der Winter kommt, wachsen keine Pflanzen. Pflanzsäulen. Gut, jetzt hat er es weggesteckt. Aufruhr! Nein, nicht. Jetzt fangen wir mal an, Bälle zu schmeißen. Da gönne ich mir einen Hyperball. Ich habe auch schon einen Spitznamen, einen ziemlich witzigen Spitznamen. Okay, das hätten wir. Gelatini, Neuschnee, Eisgröße 40 cm, Gewicht 5,70 m. Nee, Quatsch, 5,70 kg. Die Temperatur eines Odems liegt bei minus 50 Grad Celsius. Es erzeugt Eiskristalle und lässt es in seiner Umgebung schneien. Gut, ich habe einen Spitzname. Passt es? Okay, passt. Ich nenne es Eiscreme. Ich will Schokolade. Ist da was im Item? Die Einaller sind sauber. Sind ein sauberes Völkchen. Ah, wo ist denn das Item? Ihr habt doch ein Item gesehen. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Doch, hier ist ein Item. Ich habe es genau gesehen. Ich habe das Item genau gesehen. Muss ich mir später mal anschauen. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass hier ein Item war. Ach, was soll's? Scheiße, das Item. Das braucht doch kein Schwein. Wer sammelt Items? Och, Neil Sharon schon wieder. Ich will jetzt den Part beenden. Kevin, meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Kälte ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen einfach auf den Grund gehen.
Nervig. Ja, du nervst mich auch. So, was hast du zu sagen? Töne hat euch dazu verdonnert, auf dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in neue Fähigkeiten hat. So, wo bist du hier rein? Hier, ne? Gut, dann gehen wir in den nächsten Part in den Tiefkühlcontainer hinein und bis dahin, Servus.